Wir spielen jetzt ein Sklave in Verdacht. Warum wurde sie gestohlen? Ausgerechnet die, von all den Dingen hier. Du sagtest, jemand hat etwas gestohlen? Jemand hat etwas gestohlen? Sieh dich um! Banditen haben fast alles mitgenommen. Und was das Schlimmste ist, auch die Vase meiner Familie. Nach so vielen Generationen. Einfach fort! Tja, das ist böse. Kauf dir eine neue Vase. Nein, ich weiß, wie kostbar Familienerbstücke sind. Ich trage etwas von meiner Mutter bei mir. Ich weiß den Wert von Familienerbstücken zu schätzen. Ach so? Es ist komisch, dass Objekte echte Gefühle in uns hervorrufen können, nicht wahr? Wie viel ist dir die Vase wert? Ich würde eine beträchtliche Summe dafür bezahlen. Eine äußerst großzügige Summe. Traust du dir zu, meine Vase zu finden? Ich helfe dir. Ich finde deine Vase. Aber ich brauche einen Anhaltspunkt, wo ich suchen soll. Ja. Sprich mit meinen Sklaven an den Lagerhäusern. Er sollte sich umhören, ob die anderen Sklaven in der Gegend etwas wissen. Hoffentlich hat er etwas herausgefunden. Ich komme wieder, wenn ich die Vase habe. Ja. Also mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden die Vase nicht in einem Stück finden. Lucky Boy schreibt, der ganze Download dauert nur 1 Stunde und 30 Minuten. Ja. Was soll ich tun? Das geht schon. Wann hast du denn mit dem Download... Wann hast du denn den Download gestartet? Das ist ja jetzt die Frage. Dein Herr sagte, du hättest vielleicht etwas über die Vase erfahren. Habe ich. Doch ich brauche etwas von dir, bevor ich darüber reden kann. Okay, ja, das Letzte. Ich habe eine Vereinbarung mit deinem Herrn. Wir stehen auf derselben Seite. Also sag mir, was du brauchst. Du bist eine Rose unter Unkraut. Was brauchst du? Wenn du die Vase beschafft hast, dann sag meinem Herrn bitte, dass ich den Banditen den Tipp gegeben habe. Warum solltest du das wollen? Nach der Sommersonnenwende will mein Herr mich freilassen. Aber ich will nicht gehen. Wenn ich eine Teilschuld für das Verbrechen übernehme, kann ich ihm meine Dienste als Wiedergutmachung anbieten. Das ist lächerlich. Aber ich denke darüber nach. Nun, erzähle mir von den Banditen. Also das ist ja wirklich eine total bescheuerte Begründung. Von den nördlichen Ausläufern des Berges Ochi für die Überfälle verantwortlich sind. Wo genau finde ich die Banditen? Die nördlichen Ausläufer des Ochi. Kannst du mir auch noch etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Die Sklaven sprachen von einer Kupfermine in der Gegend. Dort würde ich mich verstecken, wenn ich ein Bandit wäre. Warum nimmst du deine Freiheit nicht an? Ich bin neugierig. Warum freust du dich nicht über deine Freiheit? Bei meinem Herrn habe ich eine Aufgabe, Verantwortung, Essen und ein Dach. Das hätte ich alles nicht, wenn ich allein wäre. Verstehst du? Wenn du frei bist, kannst du all das erwerben, weißt du? Wir haben verschiedene Lebensumstände und Fähigkeiten, Söldner. Und hier habe ich nun mal die besten Überlebenschancen. Ja gut, ich weiß genug. Und hole die Vase deines Herrn. Ja. Und bitte vergiss unser Gespräch nicht, wenn du sie ihm zurückgibst. Naja, ja. Also finde und beschaffe die gestohlene Vase, steht hier. Viele Häuser in Ochi-Gebirge auf Euboea wurden in letzter Zeit ausgeraubt. Also Ochi-Gebirge ist dieses Abteil hier. Die Banditen verstecken sich in einer Kupfermine in den Hügeln nördlich von Karystos oder so. Nördlich, könnte auch hier sein. Aber das sieht eher aus wie so ein Lager, ne? Das könnte tatsächlich... Also wir gehen einfach mal hier hoch. Und dann wird Icarus uns schon Bescheid sagen. So, Lucky Boy schreibt... Aber ich bekomme... erst am Freitag meinen neuen Monitor. Oh, was ist das denn für ein Monitor? Kannst du mir das mal genauer sagen? Ich habe auch einen vor... das ist doch jetzt schon länger her... vor 3-4 Jahren mal gekauft. Der tut's auch noch. Toi, toi, toi. So, Icarus hat schon die ausfindig wohl gemacht. Da ist sie, die Kupfermine. Okay, naja, dann gehen wir einfach mal rein und ja, dann Bekanntschaft machen mit den Arschlöchern, die einfach die Vase geklaut haben. Niemand klaut eine Vase. Wenn der Sklave recht hat, ist die Vase hier.
Okay, also das scheint ja doch ein größeres Lager zu sein. Das werden wir nochmal begutachten mit Icarus, wie viele Menschen hier so hocken. Okay. Ein Schatz. Hier soll es aber 3 geben. 2 sehe ich gerade. Und jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir gehen runter. Oh, ein Hund. Ein Hund. Der Hund sagt, wow, wow. Wenn wir da jetzt nicht aufpassen. Jetzt habe ich doch alle aufgewirbelt. Und ich wollte eigentlich nur den Hund machen. Oh, da kommen welche. Die sind da. Aha, ein Kurft Samsung 24 Zoll hast du dir bestellt. Ja, also ich hatte, also meiner ist von LG. Ich wollte damals vor 3-4 Jahren wollte ich einen Monitor haben, was 4K und gleichzeitig HDR kann, aber das gab es damals noch gar nicht. Ich habe da wirklich die ganze Zeit nachgeguckt und es gab keinen Hersteller, der diese Kombination anbietete. Also ein 4K-Monitor, also der muss schon höchstens 27 Zoll sein, mit HDR. Also die Kombination gab es nicht. Deswegen habe ich leider keinen HDR auf mein LG. So. Nummer 1. Da hinten gibt es noch Gefangene. Ach, die sehen mich aber auch. Der Hund, der verpetzt mich auch noch. So, wir müssen gleich im Endeffekt hier reingehen, aber ich würde da noch jetzt ein bisschen was machen wollen, bevor wir das machen. Oh, da hängen schon ein paar Menschen rum. Ja, also wie gesagt, ich habe ein LG. Aber der ist natürlich heute, ja, nach heutigem Standard auch nicht mehr so gut. Aber na gut, wenn man danach geht, dann muss man sich wahrscheinlich alle halben Jahre einen Monitor holen. Und das wäre mir auch dann ein bisschen zu teuer. Ich will hier raus! Ja, da haben wir also noch jemanden. Und wir sind in eine Höhle angelangt, beziehungsweise eine Mine soll das ja sein. Hier muss ja irgendwo die Vase sein. Wahrscheinlich in der Truhe da vorne. Also hier stehen ja eigentlich genug Vasen rum. Einer alten Vase. Ja, Treffer versenkt. Auch gleichzeitig den Ort abgeschlossen. Alles mitnehmen, was geht hier. Ja, und jetzt geht es einfach wieder zurück, denn wir spielen ja so ein bisschen Postbote mit schlagkräftigen Argumenten. Deswegen müssen wir jetzt wieder zurückreisen und ihnen seine Vase zurückgeben. Aber die scheint ganz zu sein. Also Alexio hat jetzt nicht so einen Ton gemacht hier von wegen, oh, naja, die ist zerbrochen. Also doch ein Happy End. Wow, das ist ja selten. Sonst kommt jedes Mal noch sowas, wo man gar nicht damit rechnet. Es ist doch nicht zu fassen, dass ich für den Sklaven lügen soll. Ja, also Alexio tut jetzt wahrscheinlich gerade mir ins Gewissen reden. Sollen wir jetzt für den Sklaven lügen oder nicht? Das steht ja jetzt gleich zur Debatte. Ich weiß es nicht. Schwierig. Schwieriges Thema. Bitte warten. Wir laden das ganze Spiel nochmal durch. Und das kann nur 5 Stunden dauern.
Hast du meine Vase? Ja. Großartig. Wer hatte sie? Oh. Was sagen wir jetzt? Sagen wir jetzt, dein Sklave half beim Diebstahl? Ich sag Banditenscheiß. Es waren Banditen, die sich in der Kupfermine im Norden versteckt hatten. Mhm. Nun, ich hab sie wieder. Also gibt es noch Gerechtigkeit. Hier die versprochene Belohnung. Weißt du, dein Sklave ist sehr loyal. Du hast ihm zwar seine Freiheit geschenkt, aber vielleicht behältst du ihn bei dir. Er würde das auch wollen. Ist das wahr? Du willst bleiben? Ja, einfach nur mit den Menschen reden, ne? So einfach ja, kann es sein. Das möchte ich. Warum hast du dann nichts gesagt? Ein Sklave darf Anweisungen nicht in Frage stellen. Stimmt das nicht? Söldner? Dein Leben gehört auch dir. Auch wenn du ein Sklave bist, gehört dein Leben immer noch dir. Du hättest einfach fragen sollen, ob du bleiben darfst. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung, Meister. Es wird nicht nochmal vorkommen. Es ist vergeben. Alles kam, wie es kommen sollte. Das war die Quest. Ein Sklave in Verdacht.